Hallo und herzlich willkommen zurück bei Minecraft Life in the Woods. Wir sind zurück von unserer zweiten Expedition. Ich habe wieder ganz viel Zeugs eingesammelt. Das konntet ihr ja sehen, was es da so alles gab. Und so langsam komme ich hier ein bisschen in Probleme, denn meine Kisten sind a. total unübersichtlich und b. annähernd voll. Vor allen Dingen Holz, Setzlinge und so weiter. Kann ich mich tot mitwerfen bald. Deswegen, ja, müssen wir uns, oder ich, also ihr müsst zugucken und ich muss es machen, und zwar ein Ordnungssystem, das kann so nicht weitergehen. Wenn ich dann noch anfangen würde, hier alles abzuernten, was reif ist, na dann, gute Nacht, dann blicke ich überhaupt nicht mehr durch. In der Zwischenzeit war ich wieder mal ein bisschen unten in meinem Steinbruch und habe hier mir Obsidian besorgt, habe ein bisschen rumgebuddelt, eine Lavaquelle gefunden und dann schön mit Wasser gelöscht. Hab dann aus meinen 4 Diamanten mir die Diamantspitzhacke gemacht, um das abzubauen. Und hab dann noch die 2 Diamanten hier abgebaut, die ich ja schon mal markiert hatte. Das heißt, ich könnte jetzt entweder einen Verzauberungstisch bauen oder ich mache mich auf in Richtung Nether. Den brauche ich nämlich auch zwingend für das Ordnungssystem. Warum? Weil ich einen Quarz brauche. Da habe ich ja Bock drauf. Ja, des Weiteren habe ich hier ein wenig Terraforming betrieben, in dem Falle einfach nur Bäume gefällt. Ich mache jetzt gerade einen Kontrollgang, den würde ich euch auch immer empfehlen, und zwar um zu gucken, ob ich irgendwo Setzlinge übersehen habe, die sich durch diesen einen Mod wieder selbst in den Boden pflanzen. Denn sonst kann man, ja, ewig lang an so einem Waldstück rummachen, da ist zum Beispiel schon so ein garstiger Bursche. Das möchte ich nämlich nicht, denn hier soll tatsächlich freie Fläche sein. Die Bäume hier, die sollen auch alle noch weg. Und ja, an der Stelle möchte ich dann von unseren ganzen neuen Gewächsen, die wir so haben, was anpflanzen, damit ich dann immer gucken kann, ob man mit diesen Blöcken was machen kann, ob sie schön aussehen oder nicht schön und so weiter und so fort. Kann also, ja, sich nur noch um Tage handeln, bis ich soweit bin. Dauert alles ein bisschen hier. So, das Vieh schmeißen wir direkt mal in den Komposter hier rein. Ja, und apropos Komposter, da hatte ich ja erwähnt in meiner vorletzten Folge, als ich den Wüstentempel da niedergemacht habe, dass ich nur noch endlich, habe ich das dabei, jedenfalls Salpeter gefunden habe. Und das brauche ich nämlich für diesen komischen Kompost, der dann hier entsteht, wenn man was Braunes und was Grünes da reingeschmissen hat. Ich überlege noch, ob ich das mal als Erklärvideo machen soll mit diesem Komposter. Der ist doch ein bisschen kompliziert. Nun, jedenfalls habe ich jetzt Salpeter. Und mit viel Glück finde ich ihn auch. Das ist Schwarzpulver. Salpeter. Hallo? Vorführeffekt. Mana. Tintenbeutel, nein. Nein. Ah, wie schön, das wollte ich auch schon immer mal machen in so einer Aufnahme. Einfach mal in alle Kisten reingucken. Ich werde ihn ja wohl nicht. Gut, Salpeter scheint verschwunden zu sein. Oder ich sehe ihn einfach nur nicht. Die 2 Optionen haben wir jetzt. Aber ein bisschen was hatte ich doch. Verdammt. So, sortier mal. Vielleicht finde ich es ja dann besser. Schädel. Ah, Salpeter. Also, man nimmt sich dann einen Peter und kombiniert hier so einen hübschen Kompostblock mit Salpeter und bekommt dann da Fertilizer raus, also Düngemittel. Lustigerweise kann man mit diesem Düngemittel, das kann man auch zum Färben verwenden, also ganz einfach nur braun. Man kann sogar den Rucksack draus craften. Die Logik entzieht sich mir vollkommen. Was ein Anti-Block ist, keine Ahnung, aber er ist auf jeden Fall dagegen. Und man kann sich auch einen Kopf craften, wenn man einen Blank-Mob-Head hätte. Ja. Ja, und dazu auch Kerzen und alles Mögliche. Also ich bin da mit dem Düngemittel nicht so ganz einverstanden, weil das so ein Allround-Hammer irgendwie ist aus diesem The Wagon-Option-Mod.
finde ich fast ein bisschen zu stark. Also so viele Möglichkeiten des Einsatzes, ich weiß nicht. Gefällt mir nicht. So, das Zeug werde ich jetzt aber auch mal komplett wieder loswerden, denn ich muss noch ein paar Fädchen mir besorgen. In meinem unterirdischen Keller, der übrigens theoretisch gar nicht funktionieren dürfte, weil die Pflanzen laut Beschreibung Licht brauchen. Ich habe extra nochmal nachgeguckt und ich verstehe es nicht. So, man bekommt auf jeden Fall ziemlich viel Dünger raus, also es ist schon sehr ergiebig. Ja, hier die Gardens, die haben sich auch ganz schön ausgebreitet, wie ihr seht. Also jetzt ist schon fast gar kein Platz mehr hier. Läuft. Ja, so, was machen wir denn jetzt? Jetzt geht es noch in Richtung meines Neubaus. Hier muss ich mir auch noch was einfallen lassen, dass ich irgendwas über die Tür mache, denn so schön diese Ranken auch aussehen, auch hier diese bunten Ranken über die Tür wachsen, das ist irgendwie ein bisschen doof. Muss ich einmal den Weg finden. Ich glaube hier und da und genau. Ja, hier sind jetzt die Fallenräume. Hier habe ich mir ein kleines Feld angelegt, wo ich dann den Köder auch herstellen kann. Sollte ich vielleicht dann auch noch irgendwie eine Kiste unterbringen oder so? Ja, noch eine Kiste. Ich habe ja auch so wenige. So, dass die Fischfalle funktioniert, wissen wir ja. Und auch hier die Falle hat auch funktioniert. Und die ein Stock drüber auch. Ich glaube, da hatte ich sogar noch gar nichts drin. Ja, das gleiche möchte ich dann noch hier nebenan natürlich machen. Auch über drei Stockwerke. Und dann habe ich wirklich genug Zeugs und kann wahrscheinlich dann auch tatsächlich so fleischtechnisch alles mir besorgen, ohne dass ich auch nur ein Tier niederstrecken muss. Das ist schön. So, machen wir uns erstmal ein bisschen Strings, also Fäden. Ist hier noch was reif? Strawberry hätte ich noch im Angebot. Ja, die ist erwachsen. Also mature. Erwachsen ist so ein geiles Wort. So, dann machen wir das so. Und dann haben wir zwei süße Köder. Zucchini habe ich auch noch in der Tasche. Machen wir zwei Veggie-Köder. Und da wir ja drei Tierfallen haben momentan und das Zeug ja glaube ich auch mature ist, können wir noch drei Grainies machen. Ah, der ist noch nicht reif. Nein, können wir nicht, weil wir einen Weizen zu wenig haben. Arg. Naja. Macht ja nichts. Und ein Grainbait. So. Das Zeug hänge ich jetzt wieder in die Falle rein. Ja, hier hatte ich noch einen Zwischenboden drin, den hätte ich mir eigentlich auch schenken können. Dann wäre nämlich der Zugang leichter gewesen. Naja, hinterher und so, ne? Klüger, kennt ihr. So. Dann können wir das Zeug jetzt vielleicht sogar auch ausleeren, wenn mein Inventar nicht so zugemüllt wäre. Ja. Das passt, das passt, das passt, das passt nicht. Oh Mann. Ja, das wird echt langsam ein Problem mit dieser Lagerei. Nicht mit dem Lagerei, sondern mit der Lagerei von irgendwelchen Dingen. Da muss ich erstmal etwas ablegen. Geht jetzt nicht anders, aber noch sind wir ja auch hier voll in der Planung. Und wie gesagt, ohne Netherquarz geht gar nichts. Und das gefällt mir, das wisst ihr ja aus anderen Minecraft-Videos vielleicht, gefällt mir besonders gut, denn ich kann den Nether nie ausstehen. Warum? Ja.
Packen wir die Diamanten weg, wollte ich sagen. Ah ja, doch, da haben wir ja noch einen. So. Das Erz werfe ich jetzt einfach aus Verzweiflung mal in den Ofen, auch wenn es noch nicht ganz effektiv ist. Da hätte ich eigentlich noch mehr Eisen finden müssen, aber ist mir jetzt egal. Und ich sehe auch, es wird dunkel. Oh, wenn ich nur eine Sache brenne, dann habe ich noch einen Platz frei. Naja, schnell mal hinlegen. Huch. Jetzt ist aber komisch eingestiegen ins Bett. Naja. Zack. Ach, essen wir noch so ein kleines Erdbeerchen. Gibt gut Vitamine und einen Taschenplatz. Doppelt gewonnen. Und jetzt doch mal die Falle. Die Fallen. Fisch hole ich schon gar nicht mehr raus. Ich weiß nämlich nicht, wohin damit. Beziehungsweise ich brauche so viel Fisch gar nicht. Oh, da ist gerade live was nachgekommen. Ich weiß ja nicht, was ihr so von diesen Tierfallen haltet, aber ich finde die wirklich super praktisch. Na okay, die Feder, die kann da bleiben. Ja, voll bepackt mit Fleisch kehre ich jetzt zurück und ja, bin eigentlich nur in meinem Häuschen gewesen. Ist jetzt nicht so ganz ritterlich, aber sehr, sehr effektiv. Fleisch packen wir dann mal da gleich rüber. Haben wir nämlich auch gar nicht mehr so viel. Rohes Rindfleisch und rohe Hase. Ja, Ei legen wir mal dazu. Jetzt haben wir noch Leder, 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 Leder. Und Knochen und... Ah ja, die Fäden lege ich auch mal da ab. Und Federn. Und Leder, genau. So. Ja, dann baue ich mir jetzt mal mein dusseliges Netherportal. Ich würde es mir ja eigentlich gerne hier in so einen Portalraum bauen, aber, und da kommt gleich das Aber, ihr wisst ja vielleicht, Netherportale sind auch verdammt laut. Und darauf habe ich hier keine Lust. Deswegen werde ich das hier irgendwo im Keller unterbringen. Und das Ziel dieser ganzen Geschichte wird es sein, und ich weiß noch nicht, ob ich das realisiert bekomme, dass ich hier eine dieser Wände, entweder da oder da, nutze, um ein ja, Transportsystem hinzukriegen, was die geernteten Waren direkt hier hoch transportiert und möglichst hier in so eine Regalsektion. Das ist der Plan. Ob das funktioniert und ob ich das technisch hinkriege, das werden wir noch sehen. Bin da noch ein wenig ja, skeptisch, ob das was wird. Und das Netherportal, ich zeige es euch noch schnell, soll dann optimalerweise... Ich habe hier jetzt sogar mal Treppen noch ein bisschen ausgelegt. Nachdem ich ja tausendmal schon gesagt hatte, ich will das tun und habe es nie gemacht. Das möchte ich hier ganz nach unten setzen, in meinen Steinbruch. Der ist ja hier. Na, hier ist auch so ein, da der Lavafall, von dem ich erzählt hatte. Also da. Und da habe ich mir dann mit dem Eimer die Lava rausgeholt, hier schön verteilt und dann ja, mit Wasser gelöscht. Und schon hatten wir Obsidian. Das kommt hier auch irgendwann alles weg. Dummerweise ist es halt Granit und der ist so ultra fest. Das dauert ja ewig, bis man den abgebaut hat. Und hier soll dann auch das Portal hinkommen. Ich werde es jetzt noch nicht irgendwie besonders arrangieren in irgendeiner Schönheit, sondern einfach zack, bumm, Portal her.
und dann mal gucken, wie der Nether so aussieht. Und wenn ich total wahnsinnig und irre drauf bin, nehme ich euch vielleicht sogar mit in den Nether, obwohl ich ihn ja so, ja, ultra schön finde, wie ihr ja wisst. Und dann gucken wir mal, was da so abgeht. Ein Steinschwert, ne, das ist ja wichtig. Werde aber vorher mal lieber alles ablegen, was ich so an mir habe, außer der Rüstung. Der Nether ist sehr gefährlich und ich weiß nicht, was sich hier noch alles an Bösartigkeiten so verbirgt. Wenn wir aber wahrscheinlich gemeinsam rausfinden, also ich werde es rausfinden und ihr werdet euch dran ergötzen oder auch nicht, werden wir sehen. Und der Weg nach oben geht inzwischen schon viel, viel schneller. Was ich dann eine Zeit hätte sparen können, wenn, naja, egal. Wenn das Wörtchen, wenn nicht mehr. So, und damit sind wir dann auch am Ende für heute angelangt. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, wenn ich mich in den Nether stürze. Mit ganz viel Elan. Bis dahin vergeht aber noch ein Tag und ich sage Tschüss, macht's gut und bis demnächst.